Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Euro Truck Simulation 2 in England mit dem Clicky. Ja, hallo. Wir sind in Birmingham, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Genau, in Birmingham. Und machen jetzt nach den Niederlanden wieder rüber. Ich muss mal kurz mehr oder weniger noch das Mikro so einstellen. Ja, machen jetzt die Niederlande rüber. Clicky hat direkt was nach Rotterdam. Hm? Right, ne? Und ich muss erstmal von hier nach London und von London nach Amsterdam. Denn in Amsterdam, da begegnet uns wieder oder wartet eine kleine Überraschung auf uns, ein neuer LKW. Und den, ja, was für eine egal. Was? Was für eine Überzeugungskraft. Ja, ich war selber, also ich bin ja selber aufgeregt, ich weiß selber nicht, was passiert. Deswegen. Hä? Ja, wann in wo hast du gesagt? Rotterdam? Rotterdam, ja. Oder in Amsterdam? Nee, ich muss nach Amsterdam. Deswegen hast du ja direkt gesagt, du hast das für Rotterdam, nimmst du gleich an. Genau. Und die Überraschung ist dann wo? In Amsterdam. In Amsterdam, hm. Ich hab mal hier gerade ein bisschen Freunde, warte mal. Ich hoffe, das passt so, das passt auch alles so vom Raumklang jetzt her, so. Wie mir das selber. Bei mir hört sich gut an. Ja, hör ich mich gut an. Ja, ja. Hier ist so meine Muckele, hört sich gut an. Ja, aber mal gucken, ob das sowas bringt, ob das jetzt nicht so weit weg ist, weil ansonsten, ich weiß echt nicht, dass ich das Ding jetzt nochmal das Mikro ein bisschen umgestellt habe und alles. Ist das mit Lenkrad immer richtig scheiße? Bei mir läuft gerade System of a Down im Hintergrund. Ja, Clicky hat immer sein schönes Radio an. Das könnt ihr leider nicht haben. Ich könnte euch jetzt hier nur die LS-Mückerei spielen, aber nee, dann haben wir sie ja überall. Ja. Das ist wohl wahr. Hast du schon losgefahren? Cool, ja, ich bin gerade beim Rausfahren. Ich bin gerade bei dem 3ET. Ich weiß nicht, wo du holen musst. BBC. Also in der Stadt noch. Ja, ja. Ja, ich zucke langsam auf der Autobahn. Ja, aber dass die das direkt hier anbieten, finde ich natürlich, es ist ja ein gutes, kann man sagen, es passt einfach auch zum Spiel. Nicht, dass es so eine Stream-Radio-Funktion, sondern halt wie im LKW, weißt du? Cooler wäre es halt gewesen, dass du dafür in den Innenraum schalten musst. Mhm. Also sprich, du drückst auf der 1 und dann, dass du das per entweder IC-Steuerung oder dann irgendwie am Radio wählen müsstest. Achso, Das wäre richtig gut gewesen, weil hast ja auch richtig schnell beim LKW fahren. Immer wenn du fährst, kriegst du immer wieder andere Sender rein. Ja, jetzt klar. Bei dem, was du empfängst, so, ne? Drück ich noch einmal drauf, auf Suchen. Und dann sucht er mir den nächsten 12 Sender in der Umgebung. Mhm. Und dann habe ich das so in den ganzen Zahlen. Und ich habe ja da auch Handy-Funktion drin. Also sprich, du hast ja die komplette Tastatur und so die Zahlenfelder. Mhm. Die drücke ich dann einfach nur durch. Da zeigt er mir gleich an, was ist der Sender, was ist der Sender. Das ist sehr schön gemacht, muss man echt sagen. Feine Sache, meinst du? Ja, das halt hier den Stream auch anbietet, das ist bald. Und gut. Passt einfach zum Spiel. Ist natürlich blöd halt in unserem Land, ne, mit der GEMA, sonst könnte man das alles auch so spielen. Das ist richtig. Bedauerlich einfach nur. Aber ich fahre auf der Autobahn, danach kommt eine kleine Tanke, da bleibe ich mal stehen, ich muss eh tanken. Mhm. Dorbis. Oh, mal gucken, ob das jetzt hier so passt. Muss schon ein bisschen rechts ins Mikro rein. Ich weiß, mir gedacht, Leute, sorry Leute, dass ich jedes Mal 10.000 Mal hier rum fixen muss, aber muss ja irgendwie passen, dass mir das hier mit der Folie nicht ins Gehänge kommt. Ja, über was wir im Übrigen sprechen konnten, ich hab's dir ja schon geschickt letzte Woche per WhatsApp und auf Facebook. ETS hat jetzt endlich die Mercedes-Lizenz. Naja, nee, ich bin gerade noch nicht hier rein. Ne, das ist so Walking im Prozess.
Sie sind quasi noch beim Verhandeln. Ja, also kann man das jetzt auch nicht ausdrücken. Aber keine Ahnung, ich habe mal den Blog, ist ja wieder komplett auf Englisch. Leider Gottes, aber es wird auf jeden Fall, wenn es dein MP4 kommt, auf jeden Fall mit neu. Ja, Alter, wenn dann nur mit Original, ne? Logisch. Weil, ich sag mal, mit dem Majestic und so, der Stern sieht schon beim MP3 so faul aus. Und außerdem, wenn du überlegst, wie lange das gedauert hat, ne? Das ETS gibt's jetzt wie lang? Das 2? Die 2 ist Limit 2000. Das gibt's doch 3 Jahre bestimmt. 3 Jahre im Minimum, glaube ich, ja. Ja, ne, überlege mal, da gab es auch den MP3. Den MP4 gibt es jetzt schon 2 Jahre lang. Mhm. Den ich jetzt fahre, ne? Also meiner ist ja alleine schon 1 Jahr und ich habe ja einen von der dritten Baureihe, glaube ich. Wir haben auch welche von der ersten Baureihe, die sehen dann schon an der Seite ein bisschen anders wieder aus. Mhm. Die haben eine andere Ausstattung innen drin. Zum Beispiel die Knöpfe sind anders. Ne? Aber da sieht man so, wie lange das gedauert hat. Du stehst auf dem Service Point? Ja. Ganze Weile. Ja, aber noch jemand. Ja, so. Musst du nicht danken, ne? Ja, ne. Wollte nur sicher sein, dass er mich irgendwie auf der Autobahn geschickt hatte. Wenn er drauf drücken, holst du mich eh, ey? Naja, würde ich gar nicht sagen. Es sieht aus, als hättest du irgendwie Erbsen oder sowas geladen. Muss ich gucken. Irgendwelche Frucht- oder Früchte-Dinger. Autoteile sind dann. Autoteile, ja, da hole ich dich zum Beispiel nicht an. Also. Audenbagger hat 25 Tonnen. So, gleich wird er in der Kiesgrube spielen, müsstest du. Ja, nee, das ist nicht, aber es ist halt, ne. Ich hab mal gehört, die Leute im Forstprojekt, die brauchen das und da muss ich schon mal kurz hin. Ja. Also. Das war cool, so ein Bagger, ey, das war echt geil. Das, wenn das so möglich wäre, das müsste ja eigentlich gehen. Ich habe ja schon immer diese platzierbaren Haufen. Mhm. Wenn du jetzt ja, das Bagger gab es ja schon für ein Dings, für einen 13er. Für einen 13er, ja. Aber ganz ehrlich, das hat nicht so richtig gefunkt. Also ich habe eine O benutzt. Auf, ich weiß nicht, auf Two Rivers. Mhm. Ganz oben, du hattest ja nur 2 Silos. Mhm. Also direkt am Hof so. Ja. Und die habe ich immer benutzt, da habe ich den Bagger reingestellt. Und hab das quasi immer ausgebaggert und dann immer einen großen Auflieger und dann runter zur BGR gefahren. Das Silage ging damit gut, aber sonst die Steuerung war halt ein bisschen, ne? Der ist ja nur mit der Tastatur gesteuert, grundsätzlich. Also alle Numpel-Tasten waren eigentlich belegt. Mit dem, aber das wäre halt schön, wenn das für Hackschnitzel oder so gehen würde. Wenn die so auf dem Waldboden krachen könnte, das wisst ihr, und dann kommst du halt mit dem Bagger und dann lädst du es wieder auf, oder? Riesige Häufen im Wald. Gar nichts los heute hier. Ne. Außer Diego. Außer Diego. Na, bei mir, weißt du, welche Band da gerade singt bei mir im Hintergrund? Das ist die, wo ich auch das Soundpaket bei Counter-Strike habe. Dieses, ja. Rock and Roll for Christmas. Achso, okay. der Lemmy Motorhead. Ja, stimmt was, ja. Na, no, ich hab hier Metal, das Metal-Ding von Smog. Ne, ich hab's auch nicht mehr. Und gut, wann hab ich das letzte Mal Counter-Strike gespielt? Ja, das stimmt, ein bisschen länger, ja. Bei Monat her sein. Aber ich gestern, also am Samstag, mit Tino noch gespielt hat im Livestream, ne? Hm? Kommt das in die Lobby rein. GZ, ach GZ. Ich denke so. Ja, GZ. Ja, GZ. Ich sag so, ja, GZ. Wenn die, sagst du selber zu dir GZ? Ich sag also, was sagst du denn? Ihr sagt ja mir zu mir GZ, warum? Ja, du bist aufgestiegen. Ich sag echt, guck da so drauf. Oh ja, Silber 5. Hab ich nicht mal mitgekriegt. Ist ja nicht so, dass es noch ein Match unten da steht. Ja, ich hab da nichts gesehen. Ich weiß nicht, welchen Match das gewesen sein soll, wenn ich ehrlich bin. Hast denn du so viele gewonnen?
Ja, ich hab, wenn ich immer so mit den Leuten immer mal so zusammenzocke oder so, dann ist es irgendwie für den Arsch manchmal. Ja. Und dann gab es auch wieder Matches, wo ich mal alleine gezockt hatte, auch mal mitten in der Nacht oder halt auch mal früh. Ist es so mit, ach, das war eh mal, das war eine spanische Gruppe oder so. Ich weiß, die schlafen mir vorne gleich ein, ich weiß nicht, was die machen. Eine spanische Truppe oder so, da waren einige 16 Dinger dabei und dank Dalu seiner Config, da gibt es einen Befehl. Da kannst du das Maus-Nachziehen deaktivieren. Aha. Also die Maus zieht bei CS anscheinend irgendwie so mit oder mit nach und das ist ganz eklig. Seitdem ich das deaktiviert habe, läuft das so um einiges besser. Ja, und ich habe mich halt auf eine neue Waffe eingeschossen, auf die SSG. Also auf die Billig-Sniper. Oh, ich weiß, die geht sehr gut. Die geht richtig gut. Aber einfach mal rummotzen, ne? Ja. Das billige Ding, so ein Scheiß zu kaufen. Das ist ja auch ein billiges Ding. Das ist so scheiße. Wenn wir damit schießen, aber wenn man wenn du damit was drückst, dann läuft das. Aber dem rummotzen ist gerade so schütternd dazu. Ja. Das ist die von hässliche Waffe. Ja. Ja, bin ja mal gespannt, wenn die das Skandinavier dann rausbringen, wir endlich hier. Soll ja nur März bis, Quatsch. Anfang April bis Ende März oder, nee, Anfang April bis Ende Mai ist, als sie rausgibt. Ja, aber irgendwie habe ich so das, Gefühl, ja, aber so viel Relevanz wird das eh nicht einnehmen, weil ganz ehrlich, im Singleplayer habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock, das da zu spielen. Also, das sollten sie dann schon relativ. Es liegt ja nicht an denen, es liegt ja dann an denen, die den Server übertreiben. Richtig, die, ich meine ja gerade mit die. Ach so. Also die anderen sollten dann schon zusehen, dass das relativ schnell im Multiplayer kommt. Hm. Als Singleplayer habe ich eigentlich keine Lust mit diesen, ach, ganz bescheuerten Käfer, gell. Das ist ja noch schlimmer wie manche richtige Spieler, ja. Hm. Der KI-Verkehr ist vor allen Dingen viel mehr, ne? Hm. Das muss ich ja dazu sehen. Hier hast du zwar Verkehr von den anderen, die meistens noch behinderter fahren, aber wenn du Glück hast, so wie wir manchmal jetzt, wärst du alleine. Hm. Schön, die Sonne scheint und es schneit. Hatte ich letzte Woche aber auch zwei, dreimal. Ja, gerade jetzt am Freitag. Links. Ja, da bin ich links runtergefahren, 173 von Hof aus, Richtung Richtung Kronach runter. Fährst du über dasselbe Höhe oben, da bist du so mal auf, ich glaube 700 Meter oder 800 Meter. Fahr ich dann hinten ganz gemächlich den Berg runter, auf einmal fängt das an zu hageln wie Sau. Mhm. Richtig fette Dinger. Da hat man noch einen Eisbrocken vorne drauf gedroschen. Das war aber auf dem Weg nach Hof. Grüß. Kam mir irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, ein Containerkutscher oder irgendwas entgegen. Und ich hab's schon gesehen, da war 50 Meter, also er kam mir entgegen. Hm. 50 Meter vor mir. Und dann habe ich schon gesehen, wie hinten bei dem was abhebt. Hm. Ja, das Abgehobene, das hat sich halt ein paar Mal gedreht in der Luft, ist mir dann halt kurz unter der Frontscheibe vorne drauf gekracht. Hm. Es war ein ordentlicher Brocken. Hättest du das auf den Kopf gekriegt, wärst du definitiv tot gewesen. Hm. War bestimmt so 20 mal 20 Zentimeter das Ding. Ich müsste jetzt geradeaus, fahren wir mit runter. Also das hat einen ganz schönen Schlag, also wäre ich ein bisschen schneller gewesen, wäre es oben in die Scheibe richtig eingeschlagen, da wäre die Scheibe wahrscheinlich auch hinüber gewesen. Hm. So war es nur von den neuen Scheibenwischern beim MP4, da ist der Schlauch so oben festgemacht. Mhm. Kommt direkt aus den Wischerarme, kommt das Waschwasser raus. Mhm. Das ist mit zwei so kleinen Clipsern festgemacht. Ganz kleine Dinger, da hat es einen weggekracht. Hm. Ja, bei der nächsten Firma ist es dann. Und die Fußklappen raus. Er hat, weil er die Scheibe recht weit oben hat, also höher wie beim MP3, durch den R-Motor müssen die alles höher bauen. Da hat eine höhere Einbauhöhe, weil halt rein 6 Zylinder, vorher hat man V, die sind deutlich flacher. So, und da hast du vorne so Klappen dran, dass du bis an die Frontscheibe hochkommst, ne? Also ich bin ja schon nicht klein, sag ich mal, aber wenn ich unten stehe, komme ich gerade so etwas über den Scheibenwischer. Ne? Und das ist mit ausgestreckten Armen. Also kannst du dann so bei 2 Meter 30, 40, 50. Da drehe, bin ich mit ausgestreckten Armen dann. Aber da komme ich auch nicht ran, das. Was? Hängt.
Oder hing eher gesagt. Na, ich hab genug Abstand. Und? Der erste gleich links. Okay. Da haben die so unten so Dinger dann gebaut. Von dem Grill. Das, das ist ja immer wie so, ja, wie soll man das sagen? Keine Lappungen, sondern, ja, das Grill, wie das so ist, ist so mit so vier Linien gemacht. Bei MP3 hat es so drei so dicke Linien. Mhm. Da hat es halt viere. Und die unterste, die kannst du so, die ist geteilt und die kannst du so aufklappen. Mhm. Und das, da hast du zwei so Dinger zum Rausklappen. Da kannst du dich dann halt draufstellen. Und die wende ich jetzt hier ein bisschen. Und da kommst du dann bis hoch. Ja, und da hab ich mal Kabelbinder genommen. Und hab das Ding da oben erstmal wieder festgemördelt. Problem ist, ich hatte keinen Seitenschneider dabei. Den habe ich bis heute nicht dabei, deswegen hängt bei dem Kabelbinder immer noch das, der letzte Fetzen da oben dran. Hab ich schon ein Video gemacht. Der Kariatist. 4 von 5, alles ist möglich. 5 von 30. Und noch irgendwas. Christian, schön, was du hier für Aufträge kriegst. Das ist absolut nicht verpackt. Ja, warte. Ja, und da hatte ich halt, ne, das habe ich immer noch vorne dran. Habe ich, wie gesagt, und gerade eben, habe ich ein kleines Video gemacht, wo es mir da vorne so auf die Scheibe gehagelt hat. Mhm. Da siehst du auch, wie der Rest vom Kabelbinder hoch und runter geht, dann raus. Sieht richtig gut aus. Ja, mal Freunde, wir sind dann aber erstmal fertig hier für den Part. Deswegen danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüss.